Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Anglefoot. Wie gesagt, ich habe ein paar Dinge verändert. In Hoffnung, wenigstens mit Perfektion hier durchzukommen. Das war's eigentlich schon. Okay, jetzt komme ich mit den Maustasten durcheinander, sehr gut. Das war's auch schon wieder. Okay, das ist echt hart, wenn man es so schaffen möchte. Ich weiß gar nicht, ob das zählt, wenn man das Level eigentlich schon durchgespielt hat. Und das heißt, durchspielen zählt und dann beim nächsten Durchlauf nochmal zählt. Und man dann nur einen anderen Stern haben muss. Der sieht eigentlich gut aus. Okay. Okay. Hier waren die. Zählt das nochmal? Okay, nee, zählt leider nicht. Schade. Ah, shit. Der hat uns jetzt den ganzen Ablauf versaut. Alle leer, die Waffen. Oh yeah. Das war's mit euch. Naja, mal schauen. Wir haben es zumindest nicht geschafft. Schade. Weder Speedrun noch das andere. Aber okay. Komm, wir gehen weiter. Zillimen. Rohölparty. Schließe das Level ab, schließe nur mit Treten ab, schließe den Level ab, ohne etwas zu explodieren. Ohne dass etwas explodiert. Könnte beides klappen, wenn man es vielleicht nur mit den Treten macht.
Okay. Soweit so gut. Holy shit. Ich find's so gut, wie die mit tanzen am Schluss. Okay, ich glaube, also schießen müssen wir. Ohne schießen geht das nicht. Warte kurz. Wir. Ne, ich hab die Waffe geschossen. Geworfen. Ich bin voll Idiot. Das ist halt immer so ein bisschen Try and Error. Eigentlich, bis man es ein bisschen. Ne, ich hab sie schon wieder geworfen. Ich bin doch so doof. Holy shit, das habt ihr jetzt getan. Okay, ohne was zum Explodieren zu. Fies versteckt. Ohne was in die Luft zu jagen, ist glaube ich ein bisschen schwieriger als nur mit den Füßen. Ich weiß leider nicht, ob wir schon mal geschossen haben oder nicht. Das tat weh. Gib mir kurz ein Bier. Okay, was macht ihr da zu zweit? Das könnte schon wie doof enden. Fuck, er hat mich erwischt. War da noch eine Tür? Nee. Oh Gott! Was? Okay, das war ein Blutfeuerlöscher. Ich dachte schon. What the fuck, Spaghetti Boy. Ich dachte schon, das fliegt jetzt alles in die Luft. Haben wir geschossen? Nice, wenigstens 2 Sterne. Gibt bestimmt viele Secrets und Easter Eggs, die ich übersehe. Okay, wir müssen einmal ganz hier durch. Wow. Villa Barksdale. Schließe das Level nur mit Tritten ab, beschieße 20 Schläger ohne deine Waffe zu werfen. Das heißt eigentlich 20 Kopfschüsse wohl. Nee, ich hätte mit denen sprechen können, shit. Ich habe nicht so viele Freunde. Aber Übung macht den Meister. Ich meine, die sind ja die Fiesen, die Bösen. Und die Polizei ist auch da. Hier herrscht Brutalus. Und Schleimbeutel herrscht über die Brutalus. Er ist mein Held. Er sieht so gut aus. Mir gefällt sein Papierbüttel besser. Was für ein Traumpaar. Okay. Klopf, klopf. Ich höre hier keine Verbrechen. Ich frage mich, was passiert, wenn wir die treten. Let's go! Nichts. Okay, da geht's irgendwie rein. Ist aber nichts. Kann man da hoch? Fragen über Fragen.
Diese Preise sind reiner Wucher. Ich meine nichts gegen Erpressung, aber das ist krass. Zum Glück habe ich auch nichts gegen Ladendiebstahl. Oh, was für riesen Hotdogs. In Schaßhausen einer ehrlichen Arbeit nachzugehen ist hart. Ich musste diese Hotdogs einer alten Dame stehlen. Ich bin deine Mutter, du Hohlfritte. Und jetzt gib sie zurück. Ist es schlau, was ich hier mache? Ich weiß nicht. Ich dreh einfach alles und jeden kleinen. Oh. Verschwinde. Du ruinierst meine Tat. So, jetzt bist du getarnt. Ich finde den Typen sass. Mit dem stimmt was nicht. Hat er überhaupt Vorstrafen? Mir gefällt diese graue Eminenz immer besser. Er hat so ein fieses Grinsen. Ein echter Politiker halt. Ich weiß nicht, was ich hier tue und ob das schlau ist. Wie schaffe ich es, dass die Girls mich beachten? Brandstiftung, Vandalismus und Diebstahl haben nichts gebracht. Rein können wir nicht. Hey, du versperrst mir die Sicht. Um diese Zeit passieren die besten Überfälle. Brutal. Okay. Mache ich dann einen Roundhouse-Kick, oder wie das heißt, offensichtlich. Können wir eigentlich Fallschaden bekommen? Gibt's ein Tor? Habe ich einen Vogel erwischt? Ich glaube. Ich glaube, da müssen wir rein. Ist es schlau, hier rüber zu gehen? Ich weiß nicht. Gehen kurz mal hier zur Baustelle. Welcher Architekt plant denn sowas? So ein Schwachsinn. Jemand hat die Baupläne geklaut. Jetzt bauen wir die Räume, wie wir wollen. Keine Angst, das ist voll safe. Sieht man. Die Musik ist halt wirklich nice. Was geht das eigentlich darunter? Fall. Ist es schlau? Okay. I see. Das war unnötig und doof. Oh ne, ich hätte jetzt mit denen sprechen können. Naja. Die machen eh alle irgendwie nichts gegen mich. Okay, komm, wir gehen trotzdem mal darüber. Okay, das geht gar nicht. Gut zu wissen. Hä, was soll das spielen? Passiert ja gar nichts. Oh shit, was haben wir denn da?
deswegen 20 Schüsse. Ja, moin, geh halt noch mehr ab. Nee, wieso schießt ihr denn die Waffe weg? Okay, 20. 20 Leute mit einer Waffe abschießen. Ich glaube, das ist ziemlich hart. Ich muss mal mitzählen kurz. Muss die Waffe? Hol ich nicht! Wo hat er die Waffe hingeschmissen? Keine Ahnung. So schaffen wir es natürlich nicht. Okay, jetzt mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Frage ist, sind genau 20 Schüsse drin? 10, 11, 12. Haben wir, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich weiß, eigentlich gibt es ja eine Munitionsanzeige, okay. Und alles andere, aber ich habe das alles ausgeschaltet. Nur mit Tritten. Auch schwierig. Wir gehen mal weiter, aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Angerfoot und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.